Hallo meine Freunde der Märchenwelt. Heute lese ich euch eine Geschichte aus den USA vor. Aufgeschrieben hat sie der amerikanische Schauspieler, Regisseur und Schriftsteller Romney Brent. Die Geschichte heißt Das heilige Feuer der Azteken. Das Ende der Welt haben schon viele Völker und Religionen vorausgesagt. Noch nie, aber mit der Ehrfurcht, der Angst und der Glut der Azteken. Sie waren überzeugt, dass alle 52 Jahre die Menschheit ausgelöscht würde, dass die Sonne nicht mehr scheinen und alles Leben verschwinden müsse, wenn es ihren Priestern nicht gelänge, durch Reibung ein neues Feuer zu entfachen. Wenn die Zeit herankam, war das ganze Land der Hysterie nahe. Um die große Katastrophe zu vermeiden, wurde kategorisch befohlen, alle Feuer zu löschen. 24 Stunden lang durfte in keiner Asche ein Funken Glut mehr übrig sein und niemand durfte in dieser Zeit etwas essen, auch die Kinder nicht. In der Nacht, in der die 52 Jahre ausliefen, stiegen die Priester von Tenochtitlan, so hieß Mexiko ursprünglich, mit ihrer schwarzen Tunika bekleidet auf den Gipfel des Berges der Sterne bei Ixtapalapan in der Nähe der Hauptstadt. Dort warteten die Priester, bis das Sternbild der Plejaden genau über ihnen stand. Dann behängten sie sich reich mit Schmuck, um ihren Göttern ähnlich zu sein, und legten einen nackten Kriegsgefangenen auf den flachen Steinaltar. In dem Augenblick, in dem die Konstellation ihren Zenit erreicht hatte, rieb einer der Priester zwei Feuersteine gegeneinander, bis die Funken eine Fackel entzündeten, während ein anderer Priester dem armen Opfer bei lebendigem Leib das Herz aus dem Körper riss. In dieser Höhle wurde das neue Feuer angezündet. Wenn die Flammen emporloderten, waren die Menschen dankbar, dass die Welt nun ihren Lauf weiter aufnahm. Sie sahen zu, wie das Oberhaupt der Gemeinde ihre Fackeln in das neue Feuer hielt. Sobald diese brannten, liefen sie, ihren kostbaren Schatz schwingend, im Stafettenlauf in alle Richtungen, bis es in weniger als 24 Stunden auch in den entlegensten Bezirken des Aztekenreiches wieder Feuer gab. In den wartenden Provinzen oblag jeweils dem Priester dort die traditionelle Zeremonie. Auch er war in eine schwarze Tunika gekleidet und schichtete einen Scheiterhaufen vor dem Haupttempel auf, während die Gemeinde auf die Dächer ihrer Häuser gestiegen war, um ihren Göttern nahe zu sein und von dort aus zuzusehen. Andere umtanzten den noch unentzündeten Scheiterhaufen und sangen, um ihre Götter um Gnade anzuflehen. Wenn alles in Ordnung war, strömten die Bürger in ihrer prächtigsten Kleidung auf den Platz. Sie trugen gefiederte Kopfputze, federgeschmückte Umhänge, Ozelotfelle. Das warfen sie auf den Scheiterhaufen, bis alle Männer halbnackt waren. Dann führte das Oberhaupt der Gemeinde ein paar Tanzschritte aus, und mit einem Freudensprung lief er auf den ankommenden Fackelträger zu, riss ihm die Fackel aus der Hand und rannte zum Platz zurück. Unter Freudenschreien entzündete er den Scheiterhaufen. Die Welt war gerettet. Die Zeremonie endete damit, dass die Leute in ihre Häuser zurückkehrten und ihre Kohlenpfannen schürten, um ein festliches Mahl zu bereiten. Und so beendeten sie die Fastenzeit, die 24 Stunden lang gedauert hatte. Nach alter Sitte gingen am nächsten Tag Hausierer von Tür zu Tür, um ihre Waren feil zu bieten, wie kostbare Kleider, Schmuck und Kinderspielzeug. Die Leute kauften davon, was sie sich leisten konnten, und dann tanzten sie in ihren neuen Kleidern noch einmal, erleichtert und glücklich. Weitere 52 Jahre war ihnen das Leben sicher.